Okay, wir haben jetzt echt viel Shit hier. Wo ist unser Messer? Ich bin ja noch gar nicht fertig. Außerdem bin ich ein großer Junge. Ich komme da ran. Ich komme da gut ran. So, hier kommen all die Kochutensilien hin. Genau. Hier dann so die kleinen Sachen wie Knoblauchpresse und dieses komische Ding. Ich glaube, ein Kartoffelstampfer soll das sein. Dosenöffner. Du. Eben die ganzen Keks. Ausstechformen. Das Nudelholz geht auch hier rein. Wait. Eine Form. Eine Affenform geht da jetzt nicht rein. Das ist bitter. Die Topfhandschuhe verräumen wir auch. Hier kommen dann noch die Messteile rein. Hier haben wir noch eine Zange. Ich bring mal das Klopapier aufs Klo. Wir bräuchten hier noch eine Ersatzrolle, weil ich finde es immer ungut, wenn am WC nur eine Rolle Klopapier ist, weil was, wenn die ausgeht? Wo ist dann die zweite? Und keine Ahnung, das gibt mir ganz, ganz böse Vibes. Das heißt, wir packen hier die zweite Rolle hin zur Sicherheit. Ganz. Ah, ich kann sie ganz unterm Tisch auch hinpacken. Auf den Boden. Aber ich stelle es derweil mal dahin, weil es irgendwie hygienischer ist, wenn wir den Platz haben. Oh ja, Nulli. Ich könnte sie umhängen. Aber das ist die einzig richtige Art, Klopapier aufzuhängen. Da wird nicht diskutiert mit mir. Klopapier wird so aufgehangen. So. Wir haben ganz, ganz viel Zeug zu verräumen. Dieser Schwamm macht mich fertig. Voll. Das Teil gehört ja hier hin. Ich meine, ich habe sowas nicht und ich will sowas auch gar nicht, muss ich gestehen. Aber es gehört dahin. Dann hier so die Sachen. Eine Bürste. Unsere Kerzenständer. Hey! Hey! Dankeschön. Genau, hier so die Reinigungsmittel. Genau, die stellen wir hier so her. Das passt gut, glaube ich. Weil da drüben wird unsere Magnete verdecken. Ich nehme das jetzt mal als Kompliment, Saubi, okay? Glaube ich. Ja. Genau, hier unser Dimsum-Turm. Ich weiß gerade echt nicht, wie man dazu sagt. Und unser Mörser. Glasschüssel geht hier drüben nicht hin. Finde ich komisch. Aber unsere Wasserflaschen. Küchenrolle packen wir auch hier rauf. Du gehst hier noch hin. Geht die Käsereibe auch hier rauf? Ja, die Käsereibe geht auch hier rauf. Das sind so Sachen, die braucht man ja nicht jeden Tag. Also ich koche jetzt nicht täglich was mit Käsereibe. Und von diesen beiden Handtüchern haben wir auch noch, nur noch eins offenbar. Kann ich schön hier aufhängen? Weil nee. Umgekehrt. Die sind schöner. Die hänge ich hier hin. Mit bisschen Abstand. Und dann kann ich das hier da aufhängen. Genau. Ich würde die Töpfe gerne zusammenstellen, das geht aber nicht. Warum geht das nicht? Ey Spiel, was soll das? Das ist nicht okay von dir. Ah ja. Die Arbeitsplatte quer hin, sonst schimpft mich wieder jemand. Ach, hust, hust. Ihr wisst alle, wen ich meine. So, wir haben noch eine ganze leere Schublade.
Ja, das sind dann zu viele Teller, okay. Aber... schaut, die Kleine geht hier nämlich hin. Dann könnte ich hier die Teller platzieren. Und hier noch die Schüsseln. Schön. Dann sind sie alle griffbereit. Das ist schön, dass du einen Security Dude bei dir hast. Das ist sehr schön. So, jetzt können wir die Gläser nämlich mal runterpacken. Die Gläser haben offenbar neben den Tassen auch Platz. Sollen wir die Tassen auch runterpacken? Braucht man, glaube ich, öfters. Vor allem nämlich unsere Freundin mit ihrer Anti-Hero-Tasse. Sie trinkt nur daraus ihren Morgenkaffee. Man kennt's ja, man hat seine Lieblingstasse. Genau. Wir haben noch einen Messerblock. Der passt gut neben die Brotbackmaschine. Die Tasse behalte ich im Petto, weil das wird sonst meine Zahnbürstasse. Also für die Zahnbürste. Die Bleche kommen da unten rein. Lass mich die Bleche da reinpacken. Ich darf die Bleche da nicht reinpacken. Chat. Wie gemein ist das bitte? Warum darf ich die Bleche da nicht hinpacken? Nicht okay. Die Pfanne darf ich da auch nicht reinpacken? Finde ich echt nicht okay. Es sind aber nur drei Schattenboote. Ja, wo packe ich dann die andere hin? Ja, zwei würden reingehen. Nur was bringt mir das halt? Oh. Ich an deren Stelle würde tatsächlich einfach ein Backblech wegwerfen. Drei sind zu viel. Was mache ich mit drei Backblechen? So, die Gewürze müssen ja halt auch griffbereit stehen, finde ich. Gerade wenn wir so gerne und viel kochen, wie wir offenbar machen. So. Genau. Da haben wir die Gewürze griffbereit. Das Holzbrei könnte ich reinlegen, ja. Dann ist wenigstens das Holzbrett schön verstaut. Nur also, was mache ich mit diesen Blechen? Einfach da hinstellen, oder wie? Zack, weg. Einen Toaster habe ich auch noch. Den stellen wir da oben hin. Hier haben wir Kaffee und Kaffeemaschine. Ein Toaster. Die Gewürze da oben? Ich weiß nicht. Vor die Brotbackmaschine ist halt auch doof. Denke ich mir, oder? Die Gewürze hier hin. Ja, da war jetzt tatsächlich eine Überlegung. Ich meine, wir finden bestimmt noch in anderen Kisten Stuff für die Küche. Aber für den Anfang würde ich das so lassen. Wie gesagt, wegen der Tasse gucken wir noch. Und wegen den Backblechen mal schauen, ob wir noch eine andere Lösung finden. Wobei, Blödsinn. Wir haben ja da unten noch ein ganzes Regal frei. So, weg sind die Backbleche. Alles gut. So schnell geht's. Da wir aber eh Platz haben, packe ich dieses blöde Nudelsieb auch noch weg. Das sieht einfach nicht schön aus. So, Nudelsieb ist weg. Ja, dich kann ich da unten nicht hinplatzieren, schade. Ja, sieht doch schon mal recht ordentlich aus, oder? Die Pfanne kann ich da trotzdem noch nicht hinpacken. Diese Pfanne nervt. Diese Pfanne nervt wirklich. Aber fürs Erste sind wir da erstmal fertig, würde ich sagen. Machen wir mit dem Arbeitszimmer weiter. Natürlich unsere obligatorischen Pflanzen. Die dürfen nicht fehlen. Wir haben einen Preis gewonnen. Oh, ist die Puppe cute. Ist das nicht eine Zeichnung von uns gewesen? Unser Preis, den wir gewonnen haben? Verschiedene Bücher.
Oh, diese komischen Dinger da. Unsere Skizzenbücher sind ganz wichtig. Oh, dieser riesige... Ich glaube, das ist ein Zeichenkoffer, oder? So eben Koffer für die ganzen Skizzen und Stifte und so. Natürlich, Nulli. Habe ich schon brav hergezeigt. Ist ja direkt hier nebenbei. Habe auch schon von den Plänen geredet, zwecks ein Nerdregal über dem Sofa. Ich habe auch von Zaubis toller Tasse erzählt, die sie mir geschenkt hat. Nur ich konnte sie halt nicht herzeigen, weil ich sie gerade nicht zur Hand habe. Die zeige ich ein andermal dann. So. Post-its kann man immer brauchen am Schreibtisch. Genau, unser ganzes Zeichen-Stuff kommt da halt jetzt raus. Unsere Kopfhörer. Unser Laptop. Noch ein Buch. Und noch ein Buch. Ich habe einen Bildschirm gefunden. Den kann ich aber noch nicht einschalten. Oh, diese blöde Uhr. Ja, die kommt da hier hin. Oh, unser D&D-Würfel, da ist er wieder. Sollen wir ihn ins Wohnzimmer stellen oder lassen wir ihn diesmal im Arbeitszimmer? Ist halt jetzt die Frage. Das sind... Guckt euch das Buch doch mal genauer an. Das sind doch unsere Zeichnungen, oder? Die Zeichnungen, die wir letztens auf der Pinnwand hatten. Haben wir es ein Buch veröffentlicht? Vor allem eben, weil wir so viele Exemplare haben, so die Autorenexemplare. Wir haben unser eigenes Buch veröffentlicht. Wie nice. Haben wir einen Standrechner? Boah. Voll stark. Unser Stressball? Ja. Da, das Werbeplakat zu unserem Buch. Das bekommt einen Ehrenplatz natürlich. Oh, dieses komische Ding, was keiner braucht. Genau, das sind die Skizzen. Wie cool. Das ist ein... Ist das so ein Schutz? Also so ein Armsehnenschutz für die Hand? Lege ich mal dahin. Was? Druckerpapier? Das haben wir schon gelernt. Unser Drucker ist noch irgendwo da vermutlich. So. Boah, dieser Kabelsalat, den werden wir nie wegräumen. Ich hab's prophezeit, als ich es das erste Mal gesehen habe. Wenn's mal eine Kiste voll Kabeln hast, die wirst nie wieder sortieren und nie wieder aufräumen. Unsere Ukulele ist... Wollte gerade sagen, da ist doch bestimmt der Ständer auch gut dran. Eine Tischlampe? Kann man brauchen. Kann man sogar einschalten. Oh, unsere Stifte. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Lavalampe! So, hier haben wir das Teil. Aber der Kaktus hinterm Bildschirm gefällt mir gar nicht. Der muss dann noch woanders hin. Oh, dieses Zeichending. Noch ein Buch. Okay, unsere Urkunde. Ist da unser Rechner drin? Ja, da ist unser. Leute, ich habe meinen eigenen Vorsatz gerade zerstört. Rechner immer links unterm Tisch. Immer links. Oh. Wir haben ein digitales Zeichenbrett. Das kann ich nicht einschalten, oder wie? Alter, wir haben voll aufgerüstet. Holy. Ein Router brauchen wir natürlich.
Ja, aber wenn man kein Fenster hat, muss er nach links. So. Laptop verstauen wir mal. Oh, das Tablet läuft sogar. Richtig nice. Unseren Scanner packen wir da rein. Hier ein Globus. Unser Wal beschützt unsere Bücher. Und der hier. Ah, geht sich nicht aus, schade. Der hier beschützt die Bücher. Das darf ich da nicht draufstellen. Okay, schade. Genau, wie gesagt, den Kaktus will ich hier haben. Globus, Ukulele. Natürlich unser ganzer Stolz. Hier unsere D&D-Figur mit Würfel. Post-its kommen hier dazu. Die Kopfhörer räumen wir einfach mal weg. Die braucht niemand. Wobei, kann ich auch hier reinräumen. Du gehörst natürlich auch hier drauf. Da so zu unserem Wahnsinn, sage ich jetzt mal. So, das Zeichenboard sollte eigentlich hinter die Farben, oder? Hier so hin. Die Farben nebenbei. Dann kann man schön zeichnen. Der Schreibtisch muss ja optimal genutzt werden, denke ich mir. Dann haben wir noch einen Stressball. Dann würde ich aber tatsächlich, weil bei einem digitalen Zeichenbrett brauche ich keine Leselampe. Ganz ehrlich, Leute. Sondern hier, wenn ich händisch zeichnen möchte. Genau. Hier brauche ich das Licht und hier brauche ich fancy Lavalampenshit. Genau. Dann habe ich hier einen Preis. Der Router muss schön stehen, dass er einen guten Empfang hat. Und der Preis, der ist schon ein bisschen älter, den können wir ruhig da hinten hinstellen. Wie gesagt, wir haben hier einen neuen Preis hängen über unserem Zeichenbrett. Wir haben unser Plakat vom Buch. Und ja, dich noch ein bisschen rein. Und eben der Stressball, ganz wichtig, den packen wir hier noch hin. Ist doch schön. Wir sind jetzt eine erfolgreiche Autorin. Echt stark. Feier ich. So. Gehen wir mal ins Wohnzimmer, oder? Gucken, was da so ist. Wir haben schon hier ein paar Gegenstände ausgepackt. Weil hier haben wir viele, viele Spiele. Oh, unser Fotoalbum, das hat uns die ganzen Jahre über begleitet. Voll schön. Richtig schön. Oh, Moment, die haben unterschiedliche Größen. Das sind DVDs und Blu-rays vermutlich. Oder DVDs und Spiele. Du bist ein Buch. Ja, du bist ein Buch. Unsere Handheld mit Spielen. Alter, ich habe meine PlayStation 2 nicht mehr und die hat die ganze Zeit in GameCube mitgesiedelt, oder wie? Oha. Brettspiele! Ein Hoch auf Brettspiele! Und ein Wasserkocher, ich habe doch gewusst, dass noch Gegenstände auftauchen. Oh. Ja, okay, ein Wasserkocher kann ich hier hinstellen. Da sind jetzt ihre drei Kugeln. Also entweder belassen wir sie im Wohnzimmer oder sie bestellen sie ins Esszimmer dazu, zu ihrem Glasdingens. Da unsere schönen Bilder. Da ist tatsächlich die Wii. Wir haben die Wii mitgenommen. Unglaublich.
Unglaublich. Ah ja, unsere Hand. Die hängen wir natürlich auch auf. Oh, diese schönen Sitzkissen von unserer Freundin. Oh, ihre coole Schlangenfigur. Die ist auch mitgekommen. Unser Gehstock. Der kommt aber hier hin, zu den Regenschirmen. Also unser Bein scheint sich nie erholt zu haben. Und ihre Gießkanne wieder. Also die Pflanzenliebe ist ihr erhalten geblieben. Ich glaube, die sollen echt ins Wohnzimmer. Diese komischen Teile. Aber will ich nicht. Und gütige, wie viele DVDs haben wir bitte? Ist die Frage, wo du ausgestiegen bist, Kreister. Theoretisch hast du viel verpasst. Genau, ihre tolle Decke. Okay, uns geht der Platz aus. So, jetzt warte mal. Die Spiele kann ich hier nicht reinlegen. Ein Laptop könnte ich reinlegen. Unsere Handheld-Konsole mit den Spielen kann ich unter den Tisch legen, das ist voll okay. Was ich halt unlogisch finde, ist, dass die Wii auf den Wohnzimmer, also vor den Fernseher kann, aber nicht hierhin. Das ist einfach unlogisch. Okay. Dann packen wir unsere DVDs da oben mal hin. Ich glaube, das ist besser. Weil dann geht das noch hier hin. Genau. Oder? Ich gucke nämlich gerade, ob ich nicht die DVDs besser da oben hin platziere. Hier die DVDs, hier die Bücher. Und dann die Spiele hier hin. Wäre auch eine Option, oder? Nee, warte mal. Die Spiele hier rüber. Und die Bücher. Ja, das darf ich nicht. Okay, schade. Schade, schade, schade. Jetzt wartet mal. Unseren Laptop können wir mal hier verstauen, dass der Tisch möglichst frei ist. Und jetzt packen wir die DVDs da oben alle hin. So. Die Bücher erstmal auf den Tisch. Dann können wir die Brettspiele hier oben verstauen und sie hat da unten wieder Platz für ihr Grünzeug gedönt. Muss ja auch irgendwo hin, wenn sie schon so pflanzenliebhabend ist. Und die Bücher können wir dann, weil das sind drei ganz besondere Bücher für uns, können wir da oben noch dazustellen.
Ach so, ja, dann hast du nicht viel verpasst, Kreister. Wir sind eben im letzten Level und richten uns hier gerade gemütlich ein. Warte mal. Och nö. Ihr habt doch die beiden Fernbedienungen, also Controller, gehen sich da noch aus. Schade. Schade, schade, schade. Aber ich glaube, das passt fürs Erste so. Genau, Arbeitszimmer haben wir jetzt eh auch. Dann gehen wir jetzt mal ins Babyzimmer. Ja gut, Blumen auf den Wickeltisch stellen ist, glaube ich, nicht die intelligenteste Lösung. So ein Nachtlicht oder wie? Ah, so Regale sind das. Oh, unser Schweinchen, das geben wir unserem Kind dann weiter, oder wie? Es trägt ein Schleifchen. Es ist ein rosa Schweinchen mit Schleifchen. Und ein Eli ist nicht da, dass er das sieht, oder? Och, nö. Ich muss Eli das Schweinchen zeigen. Und der Tiger von unserer Freundin. Errungenschaft freigeschaltet. Flauschige Freunde. Ein Schnuller? Nochmal ein A. Bekommen wir da das ganze Alphabet? Können wir da was schreiben? So ein Beißring, oder ist das? Eine Rassel. Noch ein Beißring? Oh Gott, das Kind wird verwöhnt. Wir haben einen Korb, dass wir Zeug verstauen können, dürfen aber nichts reinstellen. Eine Creme. Vermutlich fürs Wickeln. Das Spiel ist einfach super. Oh, unser Schweinchen von unserem Buch. Und die Gans. Haben wir darum ein Kinderbuch geschrieben? Weil wir ein Kind bekommen? Ein Ball? Noch ein Buch? Ey, bleib da, Schwein. So ein Mobile-Ding? Noch ein Buch? Babyklamotten. Das Kind hat jetzt ja schon mehr Spielzeug als ich. Holy. Noch ein Schnuller. Oh, ist der Hase süß. Schaut, eine richtig schöne Familie. Schweinchen, Tiger und Hase. Das ist echt süß. Feier ich. Damn, hat das Kind viel Spielzeug. Ich muss das Spielzeug dann irgendwie verräumen. Kannst ja nie alles auf einmal haben. Noch so ein komisches Ding. Noch mehr Windeln. Mülleimer. Kann man die eigentlich auf... oh, die kann man stapeln. Nice. Da werden wir uns dann noch spielen. Ein Kissen. Noch ein Beißring. Und noch eine Rassel. Alter, dieses Kind. Noch ein Buch. Wow. Okay, du bist heftig. So, jetzt lass uns mal gucken. Genau. Hier will ich so das Zeug gern reinpacken. Das geht halt grad und grad rein.
Da kommen die Hauben rein, da ist das ganze Wickelzeug drin. Hier die Klamotten. Dann will ich den Mülleimer aber direkt hier haben, dass wir hier das Teil hinstellen können. Ja, natürlich muss ich das Bett freiräumen. Aber sowas von safe. Das geht gar nicht. Also alles, was man für ein Kind zum Beschäftigen brauchen könnte, wenn man auf dem Sofa sitzt mit ihm. Und der Überschuss kommt da unten hin, würde ich sagen. Weil eben, das bekommt das Kind ins Bett. Vielleicht noch den Hasen. Den Hasen dazu, oder? Ist das zu viel? Kann man? Oh, die kann man nicht nebeneinander hinstellen. Schade. Schade. Die könnten wir aber da reinstellen. Das wäre noch eine Option. Pflanzen, Nachtlicht. So. Wie spielen wir uns jetzt mit diesen Würfeln, Leute? Wir können uns hier jetzt nach Belieben austoben. Oder ich mache es einfach so. Was sagt ihr dazu? Klamotten in Lade und Wickelzeug raus, wäre logischer, echt? Ich meine, man merkt, ich habe absolut null Erfahrung mit sowas. Ey, geh auf wieder. Ihr habt da auch noch Platz, okay. Also so meinst du, oder Zaubi? Dass wir es so machen. Seid ihr damit zufrieden? Das stellen wir dann auch mittig hin. So. Jo. Kann sich doch sehen lassen, oder? So hat das Kind auch nicht zu viel im Bett drin. Ein Plüschchen, Kopfkissen und eben dieses Mobile oder was das sein soll. Ich habe absolut keinen Plan. Ein Schnuller ins Bett legen. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Können wir machen? Frag mich nicht, ob das fürs Kind gut ist. Aber Schaden tut es definitiv nicht. Ja. Ist ein Schnuller noch dabei? Drum, es ist gut, dass ich keine Kinder habe. Ich wäre völlig überfordert mit der Situation. Mir ist jetzt nur. Mir sind die Wände nämlich zu leer. So, besser, oder? Weil hier haben wir so eine schöne Wand. Und dann können wir die beiden Bilder hier hinhängen. Das ist schön, Nulli, dass du wieder da bist. Das ist echt schön. Aber ich glaube, können wir so lassen, oder? Killt mich keiner. Da die ganzen Bücher zum Lesen dann. WB, Merti.